So, die kommen weg. Da, 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 da. Soll mal einer sagen, ich versorge ja niemanden mit Intellekter-Unterhaltung. Mit Hannibal Lecter-Unterhaltung natürlich. Finde ich irgendwie merkwürdig. Also Hannibal, wo ich gerade bei Hannibal Lecter bin. Ich weiß, es ist... Also ich weiß gar nicht, wie ich bei dem Thema anfangen soll. Ein Thema, was uns ja alle angeht, was uns auch immer zuweilen passiert, so auch im privaten Bekanntenkreis und sowas. Das ist ja Menschenfleisch essen, ne? Das ist ja jetzt gesellschaftlich nicht unbedingt anerkannt. Aber was machen, wenn es mal passiert, plötzlich? Ne, denkst ja, boah, jetzt einfach mal ein Auge schlürfen. Also, weißt du, was ich meine? Nee, weißt du natürlich nicht. Ich mache hier nochmal ganz kurz Licht, weil ich muss die Wand tatsächlich jetzt einen noch weiter nach hinten rausreißen. Das tut mir sehr leid, dass ich das machen muss, aber ich habe leider keine andere Wahl. Ich habe schon eine andere Wahl, aber die will ich gar nicht, weil ich will, dass die Küche hinten natürlich auch symmetrisch wieder aussieht. Das soll natürlich auch toll aussehen. Und deswegen müssen wir die Wand leider einen nach hinten versetzen. Und das machen wir direkt jetzt und nicht erst später, denn dann haben wir es direkt hinter uns. Ach, schön, die Musik. Leider auch schon wieder vorbei. So, jetzt muss ich mal gucken. Das hier kommt weg. Stattdessen kommt hier natürlich Wand hin. Ach, na super. So, da haue ich mir jetzt erstmal... Alter, wieso geht denn das manchmal nicht? Das verstehe ich nicht. So, egal. Komm, hier. La, 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 la. Und ich glaube, ich habe es auch falsch gemacht, weil da oben rüber müsste nämlich auch noch eine Riege raus. So, und dann haben wir nämlich... Ach, Mist, der bleibt, ja. Der kommt weg, stattdessen kommt der da rein und jetzt kommt hier alles weg und dann machen wir da auch Slabs hin. Und dann müsste die Küche auch ziemlich... ziemlich symmetrisch da liegen, statt popetrisch. Och, Mann. So, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, so. Ja, 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 das Eisen, nein! Hat diese vermaledeiten Steinziegelstufen, das gibt's doch gar nicht. Von der schnappt sich ja wirklich immer die. Ich weiß gar nicht warum. So, siehst du, jetzt haben wir es nämlich zu der anderen Seite symmetrisch zu hier. Und jetzt würde ich gerne mal gucken. Wir haben noch so ein paar Treppchen da. Das wird aber wahrscheinlich nicht reichen, vermute ich mal. Huch. So, da muss ich mal gucken, wie genau ich das mache. Hier kommt noch so einer hin. Ist das richtig? Ja, eigentlich ja. Und dann muss ich da oben leider zubauen. Ist auch alles noch richtig, ne? Ja, müsste eigentlich alles noch richtig sein. So, halt. Ich glaube nicht, dass das alles reichen wird, dass die Treppen hier reichen werden. Hui. Oh, haben doch gereicht. Naja, das hier hinten mit der Küche sieht jetzt ein bisschen eigenwillig aus, aber immerhin haben wir da zwei schöne Augen. Wenn wir die Fackeln da wegnehmen, haben wir da sogar zwei Augen, die böse gucken. Das ist eigentlich ganz cool. Da müssen wir den Rest der Kneipe ein bisschen schummriger beleuchten halt. Damit die Augen da auch zur Geltung kommen. So, und die Küche muss man natürlich auch ausbauen, damit es nach was aussieht. So, und jetzt mache ich hier natürlich erstmal das Übliche. So. Ich weiß, es ist gerade scheiße dunkel. Bei euch wahrscheinlich noch dunkler als bei mir. Aber wir haben momentan leider nicht so viel Licht. Wir haben die Stromrechnung nicht bezahlt.
und komme deswegen in Schwulitäten. Hatte ich übrigens neulich erst, habe ich das erzählt eigentlich, dass bei mir der Strom abgeschaltet wurde vor 2 Tagen? Für 2 Tage? Wegen so einem Hickhack irgendwie mit dem, mit dieser Baufirma, die hier diese, huch, die für die Sanierung von diesem Haus hier verantwortlich war. Also ist ja, ist so ein Wohnhaus, ne? Nicht so ein, ist kein Eigentumshaus, wie die meisten denken. Nein, ich wohne ja ganz normal mietend durch die Gegend und, naja, lange Geschichte auf jeden Fall. Einfach plopp, Strom weg. So. Okay, dann haben wir die Decke auch gleich. Alter, ich krieg gleich einen Fizzle. Größere Räume oder größere Sachen dauern immer so lange. So, la, 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 la. Zum Glück sind es aber keine Erntefelder, die wir da nicht anschmeißen, weißt du? Gut, dass wir sowas nicht machen. Also stell dir mal vor, wir würden die ganze Zeit an irgendwelchen Erntefeldern bauen und an irgendwelchen Redstone-Verkabelungen und dann... Alter, haben wir schon wieder keine mehr? Pff, gibt's doch gar nicht. So, hört sich auf jeden Fall gut an mit dem Pff von da hinten. Und ich glaube, da macht man die Bar, macht man doch einfach... hier so hin, ne? Damit der Typ, der Barkeeper kann ja dann jederzeit... Oder? Hier so und dann wäre hier die Küche oder so. Irgendwie so in der Richtung, nicht so, weiß ich nicht. Eigentlich müsste man die Bar hier hin machen. Vor die Küche. Ne, Tresen sind ja meistens... Ich mache jetzt erstmal so ein... Ach, geht da gar nicht. Ich mache da erstmal so ein Licht hin. Ach ja. Mensch. Sieht ja der Spitze aus. So, ich würde sagen, dann mache ich hier so den Tresen hin. Hin. Den Tresen hin. Und da, weil der Tresen, das ist ja für Zwerge eher so ein Tresen, deswegen glaube ich, mache ich da mal lieber noch eine Fraktion von den Dingern drauf. So. So sieht das Ganze dann aus. Ich glaube, hier mache ich dann nochmal ganz kurz so ein normales Ding hin. Ach komm, ist doch egal. Wir haben ja jetzt... Jetzt haben wir ja genug davon. So, dann haben wir hier so einen Durchgang quasi. Aber wir kommen ja... Ach, kommen wir da überhaupt drüber? Doch, kommen wir drüber. Die Frage ist nur, das mit den Augen ist zwar schön, aber das machen wir dann, glaube ich, doch lieber im Dungeon. Ich würde sagen, dann machen wir hier leider doch ganz normal einfach hier, wupp. Kommt man da einfach rein, dann haben wir doch keine Augen. Es sei denn, wir nehmen das hier weg. Aber das sieht ja nicht mehr nach Augen aus, ne? Und vor allen Dingen, nee, weil das Licht, das Licht kommt dann durch. Ach, schade, naja. Ich lasse es erstmal so. So, dann hast du hier den Tresen, dann hast du hier quasi eine ganze Bar. Und dann müssen wir mal ganz kurz gucken, also eine ganze Taverne, nicht eine ganze Bar. Hier wollte ich eigentlich Toiletten hin machen. Also den Weg zur Küche einerseits und dann natürlich andererseits auch Toiletten. Das wäre halt schön gewesen. Aber vielleicht auch ein bisschen übertrieben für unsere kleine Spelunke hier. So, dann haben wir hier quasi, dann geht's da schön runter. Theoretisch kann man da noch so ein bisschen reinführend machen. Das ist eigentlich auch nett so, ne? Ja, kann man eigentlich auch machen. Dass wir dann da unten auch so einen Rand haben, so wie da oben.
Ist vielleicht gar nicht so schlecht, aber da braucht man natürlich noch neue Treppen für. Und das mit der Küche, ich finde das mit den Augen, fand ich irgendwie geiler als das hier. So, finde ich irgendwie geiler, oder? Gerade für so eine Kaschemme hier unten. Ich weiß zwar nicht, wie der Typ dann in die Küche kommt. Da kann man vielleicht dann hier irgendwie sowas machen. So, da kommt er von hier in die Küche und kann dann da auch nochmal gucken. Die Fackel kommt dann natürlich hinter die Augen. So, und dann müsste da quasi noch eine Tür rein und dann, ja, ich glaube, so kann man das machen. Ne? Dann hast du hier den Barkeeper und der... Und theoretisch kann er hier noch irgendwo sein kleines Schlafzimmer haben, weil der muss ja auch irgendwo pennen, beziehungsweise vielleicht... Ach nee, der arbeitet da woanders. Und damit er nicht über die Bar hüpfen muss, gibt es hier quasi den Durchlass. Da müssen wir nochmal ganz kurz gucken. Hier hänge ich nochmal eine Fackel auf. Huch. La 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 la. Und in der Steinstadt kann man ja so eine Gaststätte, also so eine Dingens, so eine Mischpoke machen aus Taverne und Gaststätte, ne? Das haben wir hier jetzt natürlich nicht. So, dass man da quasi auch das müde Reisende dort ihr müdes, erschöpftes Haupt auf schmutzige alte Daunen legen können. Oh, guck mal. Wir ecken ja schon ein bisschen an. Erde habe ich dabei. Licht! So, aber hier hinter ist ja gleich... Ja, da habe ich nicht viel Spielraum. Dann mache ich ja lieber doch dicht. So. Gut, gut. Die Küche. Da muss ich ja... Da oben mache ich lieber wieder Erde hin. Da muss ich ja hier nichts Wichtiges machen. Die Küche kann ruhig ein bisschen klobiger aussehen. Kann ja auch ruhig ein bisschen kleiner sein. Die braucht gar nicht so eine hohe Decke, ne? Das reicht ja, wenn die so ist. Dann müssen wir nämlich den Wald einerseits nicht angraben da oben. Obwohl ich auch keine Ahnung hätte, wo wir jetzt sind. So, das ist jetzt zwar ein bisschen enger, aber dafür... Naja, wir brauchen ja auch nicht so viel. Das ist ja nur eine kleine Küche. So, ich bin auch ein bisschen orientierungslos. Ich wollte nämlich überlegen, wo von hier aus der Herr Dreck ist. Weiß ich jetzt aber gar nicht so genau. Wollt ihr an die Transporter queuen? Ach, er kommt mit. Aha. So, hier müsste ja eh eine normale Tür rein. Das heißt, hier müsste es dann quasi ein bisschen nach oben gehen. Hier brauchen wir dann sowas. Ich glaube, dann lasse ich das mit der Decke einfach so. La 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 la. Da mache ich da einfach Cobbles rein. Fertig ist die Lauge. Also ganz ehrlich, hier braucht man nichts Besonderes. Zack, dann haben wir den Durchgang nämlich auch gleich fertig. Ist nur so ein ganz kleiner Durchgang. Ist nichts Besonderes. Hauptsache, man kommt von da aus wahlweise zur Küche oder vielleicht auch zum Klo später oder vielleicht irgendwo zu einem Schlafplatz von dem Typen, der hier arbeitet. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. So. Kommst hier raus. Wupp, 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 wupp. Und kommst hier rein. Und dann kannst du hier... Hast hier eine schöne Küche mit tollen Geräuschen. Gut, die Küche haben wir jetzt noch nicht. Die Geräusche auch nicht. Und hier geht's dann einfach mal... Ist nicht so geil mit dem Ding hier, ne?